Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, der Alex. So, es kommen ja jetzt ganz, ganz viele heiße Tage und ich habe mir mal wieder überlegt, was man machen könnte. Ich bin ja von Beruf gelernter Haus- und Gebäudetechniker, habe viele, viele Jahre bei der Stadt gearbeitet und kenne mich deswegen auch ein bisschen so mit Klimaanlagentechnik aus, obwohl ich jetzt nicht behaupten möchte, dass das eine richtige vollwertige Klimaanlage ist, die ich jetzt hier versuche nachzubauen. Das ist natürlich eine Sache, die vielleicht ein paar Grad Linderung gibt, verspricht. Aber das werden wir ja sehen. Ich mache ja jetzt hier den Test, werde euch alles zeigen. Ich habe die Anlage schon da hinten im Hintergrund aufgebaut. Ich zeige sie euch jetzt gleich. Auf dem Thumbnail habt ihr ja schon gesehen, wie der Teil so ungefähr aussieht. Wenn ihr noch keinen Ventilator habt oder unbedingt einen Ventilator braucht, ist fast aussichtslos. Also Obi und viele andere, aber bei uns zumindest, wo ich hingefahren bin, die haben gar keinen mehr gehabt. Beziehungsweise haben die natürlich auch die Preise schön hochgesetzt. Also weiß ich, entweder war keiner da oder die Preise waren so hoch, dass man den fast nicht kaufen würde, würde ich mal sagen. Aber ich habe was gefunden bei Philips. Da sind die Ventilatoren sogar jetzt diese Woche im Angebot. Und weiß ich nicht, ob die noch welche haben, wenn ihr da hinfahrt. Ich war heute Morgen da gewesen, habe nachgeguckt, da waren noch ein paar Stück zu haben. Ja, dann will ich euch mal alles zeigen, was ich jetzt wie gemacht habe. Jetzt kommt das Video zu Klimaanlage für Arme. Genau. So, Freunde, jetzt war ich mittlerweile ein bisschen einkaufen gewesen beim Aldi, ein bisschen Sprudelwasser gekauft für die heißen Tage. Uhrzeit. 13:50 Uhr, 24 Grad mittlerweile in der Wohnung. Ja, Luftfeuchtigkeit immer noch 56%. So, und dann werden wir jetzt gleich den Test starten. Ich habe schon unten den Versuchsaufbau aufgebaut. Oh, was ist das denn für ein netter Typ? Ach so, da bin ich ja selber. So, da zeige ich euch nochmal hier unten. Da ist sie. Die Klimaanlage für Arme. Ja, was ist es also? Ja, es ist ein Koffer, mein ehemaliger Arbeitskoffer da unten. Ja. Drei Flaschen, ein Liter eingefroren, drei Cola-Flaschen, beziehungsweise eine Fanta, zwei Cola, also Plastikflaschen mit jeweils ein Liter Inhalt. Gestern Nacht eingefroren, alle drei, also 3 Kilo. Beziehungsweise 3 Liter. Unten drunter ein kleines Tellerchen drunter gestellt, weil ja. So, dann wollen wir mal gucken. Weil ja Schwitzwasser darunter läuft. Dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt was bringt. Also offensichtlich, also ich habe auf jeden Fall schon kalte Füße, wo ich hier stehe. Ich wäre ja schon froh, wenn die Kälte sich hält in der Wohnung, beziehungsweise wenn es nicht noch heißer wird. Normalerweise würde es jetzt gleich hier bis zu 29 Grad warm. In der Wohnung. Es soll ja draußen 6, 37 Grad heute werden. Aber jetzt, bis jetzt hier, sehr schöne, kühle, angenehme Luft, die hier durch die Flaschen geblasen wird. Und das ist meine Klimaanlage für Arme. Ja, Fazit kommt dann am Ende. Hat es was gebracht, hat es nichts gebracht. Werden wir alles sehen. Schauen wir mal. So, ich habe mich dann auch überall umgeguckt. Ich war heute beim Obi gewesen und beim Hagebaumarkt. Ja, natürlich haben die entweder gar keine Ventilatoren mehr, beziehungsweise haben die Preise richtig kräftig raufgesetzt. Also ein kleiner Ventilator kostet da 25 bis 30 Euro, die überhaupt noch da sind. Und ich habe natürlich wieder was gefunden, der die Preise runtergesetzt hat. Und zwar ist das das aktuelle Prospekt von Philips. So. Und da gibt es den großen Standventilator. Den großen. Gibt es dafür 15,95 Euro. Ich war in Leverkusen, also in Alkenrath, da wo ich auch wohne in der Nähe. In Leverkusen-Alkenrath war ich bei Philips gewesen. Der hat also auch noch mehrere Geräte da gehabt. Also einfach bei euch bei Philips nachgucken. Da gibt es die Ventilatoren für 16 Euro. Wer noch keinen Ventilator hat, könnte sich da noch einen besorgen. So, Freunde, wir sind jetzt ungefähr bei Halbzeit. Also die Flaschen sind zur Hälfte verbraucht. Ja, Temperatur ist leicht gefallen, vor allen Dingen nicht gestiegen. Luftfeuchtigkeit immer noch gleich. Ja.
So, die Flaschen sind jetzt halb verbraucht, halb ist noch Eis drin. Aber vor allen Dingen im Fußbereich unten ist schöne, kühle Luft. Ja, normalerweise wäre jetzt die Raumtemperatur schon bei 29 Grad. Also ist auf jeden Fall ein bisschen runtergegangen. Freunde, so, dann wollen wir am Ende mal wieder ein kleines Fazit ziehen. Nach 4, 5 Stunden, also knappe 5 Stunden, Klimaanlage für Arme im Einsatz, hat's was gebracht, hat's nichts gebracht. Ja, kann man so und so sehen. Ist jetzt keine unheimlich große Leistung, aber die Luft, zumindest unten im Fußbereich bis zum Knie, ist wesentlich kühler wie vorher. Es ist sehr angenehm hier drin. Es hat schon was gebracht. Es hat zumindest das gebracht, dass der Raum sich nicht auf 29 Grad aufgeheizt hat, bis jetzt nicht. Ich habe natürlich die Rollos runter gehabt und habe verdunkelt, aber das mache ich immer. Und trotzdem ist es hier 29 Grad dann drin, wenn es draußen 36 Grad sind, so wie jetzt zur Zeit. Aber es hat auf jeden Fall was gebracht. Ihr könnt es selber gerne ausprobieren. Wie gesagt, ist ja kein Problem, da 3 Liter Flaschen einzufrieren. Wer Platz genug hat, kann ja auch die 1,5 Liter Flaschen einfrieren, 3 davon. Oder wer Platz genug hat, friert halt 3, 4 Flaschen, 5 Flaschen ein. Auch die Literflaschen kann man ja mehrere einfrieren und dann hinstellen. Natürlich, umso mehr eingefroren wird, umso größer die Kühlleistung. Ja, das ist wohl klar. Ich werde sie diese Nacht wieder einfrieren und dann stelle ich sie morgen Mittag wieder auf und habe dann den ganzen restlichen Tag relativ viel Kühle in der Wohnung, solange ich halt die Fenster und so alle geschlossen halte. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, das war mal eine schöne Idee für euch. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert meinen Kanal. Da kommen noch einige interessante Sachen, die ich auf jeden Fall super interessant finde. Ja, muss jeder selber wissen. Ich gebe zu, dass ich ab und zu ein bisschen komisch bin, aber es ist nicht schlimm und es tut auch nicht weh. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch auf, Freunde. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Alex.